So, Spellforce, wir wären wieder zurück. Bam! Ja, es geht weiter ins nach Tirganach. Da haben wir aufgehört, letzte Runde. Mal schauen, was uns hier in Tirganach erwartet. Und ich mag diesen Ladescreen. Oha! Ach! Wir haben sogar einige Einheiten da. Müssen wir mit irgendwem reden oder was ist der Sinn? Was müssen wir machen? Stufe 8. Ich glaube, komm, wir gehen die mal schnell schnetzeln da oben und kommen dann an die Truhe ran. Vielleicht ist da was drin, und was los. Wir brauchen. Wer weiß. Folgt mir. Ich frage mich auch, woher ständig diese neuen... Folgt mir. Unsere Verstärkung quasi kommt. Ich habe grundsätzlich nichts dagegen. Irgendwo noch Salat in meinem Mund. Haut den mal weg. Zack. So. Oha, eine neue Rune, das gefällt mir. Heilen? Vorwärts. Ja, natürlich werden wieder die falschen geheilt. Sofort. Mir nach. Ja, wie es scheint, hier kommen die noch nicht. Oder kommen die da rein? Wir werden es gleich sehen. Was sind da noch für Gegner? Ich sehe hier irgendwo. Ich sehe auf jeden Fall rote. Ah, da, die. Okay. Eis der Wisch. Was haben wir da? Hier sind auch so Frostviecher. Die sind. Wenigstens vom Level her sind die angenehm tief. Nicht so. Ich habe auch schon schlechtere Erfahrungen gemacht mit diesen Viechern. Ravror. Wird auch interessant. Erstmal das Tor schnell anklicken. Kommen wir irgendwie durch? Das Grenztor ist verschlossen, alles klar. Mir nach! Und los! Hätte gerne die eine. So, jetzt kommen die. Aber als erstes müssen wir den Ravror umnieten. So, sobald alle hier sind. Wir kriegen hier ziemlich auf den Sack. Wieso kann ich meinen Schlachtruf nicht verwenden? Jetzt. Jetzt bringt es auch nicht mehr viel. Da war das Grenztor ist verschlossen. Die Wächter sind tot. Ah. Das ist das Werk der Wolflinge. Kampfmänner! Genau, die Wolflinge, die haben wir jetzt ja. Aber schade, dass ich nicht. Habe ich wieder so wir wenig Mana? Ich nach dem Schlüssel durchsuchen, rasch! Fünf bis zwölf, ne, das ist schwächer. Ist auch kein 5 bis 12 mit 100%. Hier haben wir nur 8 bis 14 mit 95. Weil ich mag halt diese ganzen Zweihand-Dinger mit dem Charakter. Schnell! Und wie gesagt, ich würde gerne. Schnell! Ja, es hat wohl die richtige getroffen. Und los! So. Ab durch die Türe. Die sollte jetzt aufgehen. So, den Torschlüssel verwenden. Tor öffnet sich. Zack. Und los! Mir nach! Kämpft, Männer! Was steht im Questbuch Neues? Bringt die Flüchtlinge in die Stadt, alles klar. Hier geht's nirgends mehr hin. Sehe überall Stufe 14 schon, okay.
15, okay. Und hier ist der Spawnpunkt auch schon aktiv. Schnell! Und los! Die Frage ist, mit welcher Rasse werden wir spielen? Weil. Aber 15, also wir haben nur Dreier. Die Elfen sind auf 4, aber das reicht auch nicht. Vorwärts! Dass die eine hier so low ist, gefällt mir nicht. Zur Ehre auch! Wir haben irgendeinen Frostzauber noch gefunden. Ah, können wir da was austauschen? Stufe 8. 9, 9, 9. Nee, das bringt nichts. Den können wir gleich entsorgen eigentlich. Frostzauber, was haben wir für einen Frostzauber? Kann man das sortieren? Ah, mega, das sortiert ihr so. Perfekt. Eismagie ist immer noch auf 3. Aber wir könnten einfrieren. Ja, aber einfrieren. Ich glaube nicht, dass wir das brauchen. Schnell! Sofort! Für die Freiheit! Die Flüchtlinge kommen auch schön mit. Ich glaube, dahinter will ich noch hin. Vorwärts! Folgt mir! Wenn wir das schon einreißen können jetzt, schnell, dann machen wir das doch. Wieso auch nicht? Und los! So. Vorwärts! Kommt ihr mal alle schön mit. Für die Freiheit! Das ist ein Hinterhalt! Mova groß! Mova weise! Mova machen Bäuche voll! Was für ein Mova! Wir Mova dienen! Großer Mova! Großer Mova! Wir kriegen ja etwas auf den Latz, muss ich sagen. Zur Ehre so. Aonirs! Ah, die laufen schon weiter, okay. Und los, zum Angriff! Mach doch das Ding ganz schnell kaputt. Zack, 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 zack. So, und weiter geht's. Schnell! Da liegt da einer? Da ist doch was zum Looten, oder? Ach, die spawnen wieder. Zur Ehre Aonirs. Wann sind die denn jetzt gespawnt? Folgt mir. Okay. Vorwärts. Ich bin jetzt etwas überrascht, dass die wieder gespawnt sind, obwohl wir das... Aber es kann sein, dass die genau in dem Moment gespawnt sind, als der Spawnpunkt... Wobei, nee, das macht auch keinen Sinn. Ich wollte gerade sagen, wo der Spawnpunkt... Folgt mir. ...wegging. Folgt mir. Was haben wir da hinten? Können wir auch kurz schauen. Und los! Die Flüchtlinge scheinen ja stehen zu bleiben. Ich will noch wissen, was da hinten ist. Folgt mir. Schnell. Sofort. Sieht irgendwie nach einer Kiste aus. Oder irgend so einem. Warte mal zurück. Mir nach. Was ist das? 7776, okay. Muss erst das Level kontrollieren. Vielleicht, dass da eine böse Überraschung kommt. Mit Heilung. Wahrscheinlich vom Level her sind unsere Elfen auch ungefähr hier. Folgt mir. Okay, alles klar. Sofort. Speerkämpfe. Und los. Was hat denn da? 3, Grauling. Vom Level her alle okay. Da oben ist eine Kiste. Sofort. Schnell. Okay.
Folgt mir! Runenkrieger, die Freiheit! Hoffe, die schießen da alle fleißig mit. Wieso steht die da rum? Standhalten, Männer! Reißen da immerhin schon was ein. Können wir schon looten? Nee. Wahrscheinlich sind die da oben noch im Weg. Ach, die spawnen auch wieder, okay. Das ist eine gute Frage, ob wir hier ein bisschen EP grinden können. Oh, Runen, okay. Meine Elfinnen. Ich hoffe, ich kann die ein bisschen heilen, schnell. Zack, heilen. Die Kiste da, können wir sie looten? Nein. Aber Gegner ist da oben keiner, ne? Nee. Jetzt. Ich tue mal kurz ein bisschen kämpfen, weil ich glaube, die geben immerhin ganz geil EP da. Die Frage ist nur, inwiefern ich die noch brauche. Mir nach. Vielleicht wenn ich da. Vorne wie blöd. Hab irgendwie so das Gefühl, ich will nicht eingekreist werden von denen. Ich glaube, ich hau mal wieder ab. Ich hau mal ab hier zu den Flüchtlingen. Hä? Sind die jetzt höher? Schaut mal, die sind jetzt Stufe 7? 8? Okay. Ist interessant, was hier zusammenspawnt, weil die waren vorher doch tiefer, die waren nicht... Okay, interessant. Ich habe das Gefühl, die sind vom Level her, oder meine ich das nur? Also auf jeden Fall wurden es mehr... Aber vorher waren doch keine Level 8 hier. Oder schon? So, gehen wir mal weiter. Jetzt sind wir halt auf uns alleine gestellt, aber was soll's. Ach, schau mal, da ist eine... Der Maskierte, den haben wir doch schon mal gesehen. Gehen wir mal zum Maskierten, mal schauen, was der hat. 9, 11. Genau, 9 können wir aber hier reinhauen. Und hier, was ist das für einer? Das ist ein Hexer. Ein Hexer, okay. Hexer, mal schauen, was wir dem Hexer geben. Beliebige Magieart, Int plus 3. Ich glaube, Int plus 3 wäre nicht verkehrt. Das ist noch viel besser. Schild, wir können jetzt kein Schild anziehen, aber halb so wild. Helm, haben wir einen Zauberhelm? Nein, haben wir nicht. Ring. Jawohl, und hier noch ein Ring. Die Stadt endlich. So sehen wir uns wieder, Runenkrieger. Ja. Sieh an, warum kommt ihr nicht mit in die Siedlung der Elfen? Dort ist es warm und ein Dach über dem Kopf gibt es auch. Sagte ich nicht, dass ich mich in der Nähe von Götzenstatuen nicht wohlfühle? Doch, hast du gesagt, aber okay, er hat nichts für uns. Vielleicht später, wer weiß. Willkommen in Tirganach, Schülerin. Diese Mauern werden dich und deine Freunde schützen. Okay.
Okay, da haben wir... Wow. Hier gibt es einiges zu erkunden. Wo fangen wir an? Ich würde sagen, irgendwo... im Süden. Und dann geht es langsam nach oben. Genau. Ich werde jetzt mal irgendwie hier hingehen. Mal schauen, ob da auch gerade noch eine ist. Und nachher laufen wir einmal so rundherum wahrscheinlich. Und schauen, dass wir alles Mögliche anklicken können. Okay, das heißt, hier ist nichts. Was ist auch da hinten? Ah, genau, das war die 15er. Ne, hier bin ich nichts. Was ist das? 15. 18, okay. Und du? Das waren die. Okay, was hast du zu verkaufen? Wahrscheinlich Händlerin werden uns nicht so viel bringen. Aber genau, wir können hier den Abfall verkaufen. Den wir nicht mehr benötigen. Die wollen wir nicht. Die hat hier noch stärkere Runen. Eventuell werden wir da das ein oder andere noch kaufen später. Müssen wir das mal in Erinnerung behalten, dass es hier ganz viele... Eigentlich für alle möglichen Levels. Es gibt hier ganz viele Runen. Was gibt es? Was hast du? Ihr seht aus wie eine Händlerin. Das mag sein, doch ich handle nicht mit Fremden. Schon gar nicht mit euresgleichen. Mhm. Besonders freundlich ist sie nicht. Quest hat sie uns auch keine gegeben. Mal schauen, was die hier hat. Ah, Freund, was für ein Marsch. Ich bin völlig am Ende. Dieser verdammte Berg mit seiner Kälte. Verflixt, hättet ihr uns nicht geholfen, sie hätten uns den Garaus gemacht. Das war verdammt knapp. Ich habe ja gleich gewusst, dass dieser Grimm ein Windbeutel ist. Aber auf mich hört ja keiner. Ich muss mich erstmal ausruhen. Ihr, das ist alles, was ich euch geben kann. Ich hoffe, es wird euch nützlich sein. Okay, was haben wir erhalten? Sternmünze? Noch was? Nee, doch. Sonnenmünze. Diese ganzen Münzen, bringen die uns was? Mal schauen, was Lena hat. Hier sind wir erst einmal sicher. Sie werden es nicht wagen, Tirganach anzugreifen. Du hast in den letzten Tagen vielen Menschen das Leben gerettet. Wir müssen dir dankbar sein. Auch wenn wir Unheil über das Land gebracht haben? Grimm, dieser falsche Hund. Jetzt wird mir alles klar. Seine Versprechungen, sein Plan... Sein Spott über Aida. Was ist nun mit der geraubten Königin und dem Drachen? Auch eine Lüge? Ich weiß es nicht. Am besten sprichst du mit Eluné und versuchst herauszufinden, was vor sich geht. Ich werde mich um die Flüchtlinge kümmern. Okay. Wie konnte dich Grimm so täuschen? Ich kenne ihn von früher, aus der Zeit vor dem Krieg. Wir waren fast noch Kinder, als ich mich entschloss, die Lehren des Winters bei Eluné zu studieren. Grimm war schon immer ein Hitzkopf. Er war wütend über unsere Trennung und nahm das erstbeste Schiff in die Ferne. Danach habe ich nichts mehr von ihm gehört, bis er dann plötzlich in Meratur auftauchte, an dem Tag, als die Eiselfen kamen. Wie konnte ich nur so leichtgläubig sein? Aber er war so entschlossen. Genau das, was wir nach dem Verlust von Dunhan und Reovis brauchten. Aber seine Kampfeslust, seine Angst vor Kälte... Ich hätte es ahnen müssen. Ich schätze, Liebe macht wirklich blind. Aber jetzt sind meine Augen offen. Und diese Augen werden den Verräter sterben sehen, das verspreche ich. Hey. Du hast deine Magie bei Eluné gelernt? Ja, als ich hierher kam, war ich fast noch ein Kind. Eluné wies mich in die Form der Eismagie ein, ließ mir aber meinen Glauben. Doch irgendwann nach der Schlacht um Fiara kamen Runenkrieger durch Tirganach. Sie berichteten von der Schlacht und dem Schicksal der Sklaven in Meratur. Den Rest kannst du dir denken. Aber warum hast du dich gegen deine Lehrer aufbringen lassen? Diese Elfen hier oben sind anders als die in den Wäldern. Kälter, härter. Viele sagen, sie seien keine Diener des Lichtes mehr. Und glaube nicht, dass ich sie während meiner Lehrzeit nicht gehasst habe. Aber nie hätte ich gegen sie ziehen dürfen. Okay. Noch was hast du nicht, oder? Nee.
Elune? Willkommen in Tirganach, Runenkrieger. Ich danke euch für den Schutz, den ihr uns gewährt. Meine Schwestern sind euch weniger gut gesinnt, aber jedes Leben ist von gleichem Wert. Was ist nun wirklich geschehen? War alles nur eine Lüge? Keine geraubte Königin? Kein Drache, der erwacht? Der Feuerdiener hat euch nicht gänzlich belogen. Die Königin unter dem Eis wurde tatsächlich geraubt. Der Fialdark stahl sie mit Hilfe seiner Täuschkunst. Dann floh er nach Miratur, um bei seinen Orkdienern Unterschlupf zu finden. Wir verfolgten ihn. Der weißen Priesterin gelang es, ihn mit einem Bann zu belegen. Doch die Königin war verschwunden. Wir befragten den Fialdark, aber er verspottete uns nur. So schlossen wir ihn in Eis, in der Hoffnung, so seinen Willen zu brechen. Dieser Grimm muss derweil die Königin unbemerkt aus dem Land gebracht haben. Dann hat er euch getäuscht, um seinen Herrn zu befreien und dem Roten Imperium die Pforten zu öffnen. Was ist nun zu tun? Die Königin muss befreit werden. Wenn wir alle vergehen, aber sie muss zu Arin zurückkehren. Oder er wird ausziehen, um sie zu suchen. Und mit ihm käme der ewige Winter über die Welt. Noch ist er schwach, aber wir spüren bereits seinen Zorn. Aber wie finden wir die Königin? Oh, sie zu finden wird einfach sein. Aber kein Lichtgläubiger gelangt lebend zu ihr. Die Feuer des Roten Imperiums würden euch verzehren. Selbst unsere Winterwacht könnte nicht bis nach Shaldun vordringen, dem brennenden Fels, auf dem der Fialdark regiert. Wir müssen einen Weg finden, den Flammen zu widerstehen. Ich erinnere mich, dass die Zwerge einst Mittel kannten, um vom Feuer verschont zu werden. Sprecht mit Aidale, unserer hohen Priesterin. Sie kennt die Legenden. Okay. Warum glaubt ihr, hat der Fialdark Senven geraubt? Wir wissen, dass es ihm nicht um den Drachen geht. Das ist ihm alles gleich. Bedenkt, Senven ist etwas ganz Besonderes. Sie ist ein Gottkind, eine Erstgeborene, eine der ersten Elfen, die über das Weltenrund wanderten. Das Blut der Erstgeborenen trägt noch die Magie der Götter. Und Rituale, die mit diesem Blut vollführt werden, haben göttliche Macht. Deswegen musste der Fialdark Senven rauben, denn es gibt nicht mehr viele Erstgeborene, vielleicht ist sie sogar die letzte. Am Weitwintertag wird die Sonnenscheibe Arniers Stern verdecken. Dann muss er sie opfern, um zu erreichen, was er plant. Die dunklen Götter wieder auf Eo zurückzurufen. Was aus uns, Arin oder sogar seinen eigenen Dienern wird, schert diese Kreatur nicht. Okay. Hast du noch was? Habt ihr den Feuerbann? Nö. Du? Was verkaufst du Schönes? Nicht wirklich irgendwas Nützliches. Du, das ist noch ein Händler, das ist noch mehrere Händler. Zaubersprüche, aber die brauchen wir nicht unbedingt. Was hast du? Du hast nichts. Nichts. Das scheint so ein bisschen, als ob das hier sowas wie das Graufurt wäre in der ersten Kampagne, oder? So eine Stadt mit ganz vielen Händlern etc. Da gibt es auch nochmal einer. Du hast zauberweiße Magie, wollen wir nicht. Du. Also was heißt wollen wir nicht? Vielleicht wollen wir die dann schon später, wenn wir höher sind, aber erstmal müssen wir überhaupt höher werden. Die Finsternis war schon immer ein Feind des Lebens. Aber nie war sie bereit, alles auszulöschen. Das ergibt doch keinen Sinn. Die Imperialen folgen nur den Befehlen des Fialdark. Wenn sie wüssten, was er wirklich plant, wer weiß, ob sie ihm noch folgen würden. Ja, es gibt auch Diener der Finsternis, die für das Leben ihres Volkes kämpfen und nicht für alte Schwüre. Wen meint ihr? Ein Ork ist gekommen. Er steht oben am Tor nach Frostfall. Er wagt sich nicht in die Stadt, aber ich habe gehört, dass er Hilfe sucht gegen die Imperialen. Geht doch einmal zu ihm.
Die Weisheit des Ork-Schamanen mag uns nützen. Allerdings wird noch viel Schnee von den Bergen herabkommen, bis eine Elfe einem Ork vertraut. Ich werde sehen, was ich tun kann. Alles klar. Hohepriesterin, mit der wollten wir auch noch reden. Ihr verunreinigt diesen Ort, Runenknecht. Ich wünschte, Elone hätte euch nicht hierher gebracht. Wir dulden keine Fremden auf dem Gletscher. Dennoch habt ihr euch von dem Dunklen täuschen lassen. Tragt euer Anliegen vor und dann geht. Ich verschwende ungern meine Zeit mit euch, Kreatur. Ganz freundlich ist sie auch nicht. Ihr wisst von einem magischen Schutz gegen Feuer? Es gibt eine Geschichte über die alten Zwergenschmiede, die an ihren Essen jeder Glut zu widerstehen vermochten. Sie nannten diese Magie den Feuerbann, ein altes Geheimnis, das sie stets wohl gehütet haben. Kriege und Zeit haben die meisten der alten Schmiede dahingerafft. Nur von einem wissen wir, dass er noch lebt. Sein Name ist Vindjalf. Er lebt in Fastholme, der Zwergenstadt in den Grimvarg-Bergen. Um sie zu erreichen, müsst ihr euch gen Osten halten. Davor liegt allerdings das Wintertal, ein altes Schlachtfeld, das ihr überqueren müsst. Ein gefährlicher Ort. Wenn man euch das Stadttor geöffnet hat, folgt dem Weg nach Osten. Achtet auf die Trolle, die dort hausen. Okay. Warum entführt der Fialdark die Königin aus dem Eis? Wenn ihr glaubt, er tut dies, um Arin freizusetzen und uns allen den Wintertor zu bringen, täuscht ihr euch. Der Drache kümmert ihn gar nicht. Der Frostweber kümmert ihn nicht? Nein, er trachtet einzig und allein nach der Königin Blut. Das ist sein Begehr, das Blut einer Erstgeborenen. Seht, es gibt magische Rituale, die Wesen oder Naturgewalten beeinflussen. Und es gibt Rituale, welche die Götter selbst bewegen. Er will die dunklen Götter in die Welt zurückholen. Ja, und nur das Blut eines Gottkindes, eines Erstgeborenen, enthält die Macht, dieses Ritual zu wirken. Wenn die Sonne am Weitwintertag Aonias Stern verdeckt, wird er das Ritual durchführen. Gelingt es, öffnet er eine Pforte im Bann der Götter. Und die Renegaten werden zurückkehren. Dann wandeln Noah und Zarach wieder durch die Welt. Aber durch was für eine? Eine Welt aus Eis, in der ein einsamer Drache vergebens nach seiner toten Königin ruft. Ja, aber Zarach hat die dunklen Völker erschaffen. Warum sollte er nicht auch neue Rassen hervorbringen können? Und der Fialdark wird im Abgrund, am Herzen der Welt, auf seine Herren warten. Wir fürchten den Drachen ebenso wie ihr, denn sein Zorn treibt die Geschöpfe des Winters aus den Bergen und gegen unsere Mauern. Aber unsere wahre Furcht gilt jenem Ritual am Weitwintertag. Wie viel Zeit bleibt uns noch? Genug, um etwas zu bewirken. Zu wenig, um lange Reden zu halten. Okay. Trolle? Auf dem heiligen Berg Arins? Ihre Anwesenheit ist ein noch größeres Übel als die eure. Sie kamen vom Wintertal her. Einen alten Götzen der Scharok haben sie aus dem Eis gescharrt und beten ihn jetzt an. Sie nennen ihn den großen Mugwa und warten darauf, dass er sich ihnen offenbart. Der Winter möge sie verzehren. Wir hätten sie schon längst erschlagen, aber sie verstecken sich vor unseren Bögen und schleudern gewaltige Steinbrocken. Okay. Mugwa groß! Mugwa weit! Was gibt... Mehr hat sie nicht mehr. Was haben wir denn noch? Wir Mugwa dienen! Großer Mugwa! Ja, ja. Großer Mugwa! Großer Mugwa am Arsch, was ist hier? Die da... Sind das die Trolle? Ne, das waren diese komischen Kämpfer da. Okay, wo sind denn diese Trolle? Von da sind wir gekommen, da können sie nicht sein. Bin mich am überlegen, ob wir mit dem jetzt sprechen können. Weil vielleicht wurde der erst freigeschaltet, nachdem wir hier die Hauptstory gemacht haben. War das nicht ein Falke dort oben? Ich kann es nicht erkennen. Wer seid ihr? Ihr wart nicht unter den Flüchtlingen. Nein, ich gehöre nicht zu euren Schafen. Ich fliehe andere Mächte.
Darius ist mein Name. Kartograf und Schreiber. Was kann ich für euch tun, Runenkrieger? Was gibt es, Freund? Vor wem seid ihr auf der Flucht? Einer meiner Brüder ist sehr zornig auf mich. Er ist ein guter Reiter und ich hoffe, dass er mich hier oben bei den Unsterblichen nicht suchen wird. Aber das ist eine andere Geschichte. Jetzt ist die eure wichtiger. Okay. Was wisst ihr über die Fialdag? Sie sind die Prinzen der Finsternis. Sie waren die letzte Schöpfung Zarachs, bevor die dunklen Götter aus der Welt vertrieben wurden. Sie sind kein eigenes Volk, wie die anderen Kinder der Dunklen, sondern jeder von ihnen ist einzigartig und unsterblich. Einst führten sie die dunklen Heere im Sechsvölkerkrieg, und sie hätten das Licht niedergeworfen, wären nicht die Wächtergötter selbst herabgestiegen, um sie aufzuhalten. Die Fialdarg wurden besiegt und unter dem Tor der Könige tief unter der Erde in Bannketten geschlagen. Die Paladine der ehernen Falken wachten über ihren Bannschlaf. Doch es kam, wie es kommen musste. Kriege und dunkle Streiter zerstörten die Festen der Paladine. Heute stehen nur noch Ruinen davon. Man nennt diesen Ort die Klagenden Steine. Wie es scheint, hat die Konvokation die alten Kavernen geöffnet und ein Fialdarg konnte entfliehen. Nur einer oder mehrere? Es könnten mehr sein, viel mehr. Wir werden es früh genug erfahren, fürchte ich. Okay. Was wisst ihr über Arin? Der Sage nach kam er von den Grimwag-Bergen. Aber genau weiß es niemand. Er ist der einzige seiner Art, ein Drache von fast gottgleicher Macht. Seine Kälte tötet alles Leben in seinem Umfeld. Und so war er stets allein. Er hätte wohl die ganze Welt mit seinem Frost überzogen, wäre nicht die letzte Elfenkönigin aufgebrochen, um ihm die Stirn zu bieten. Ihr Lied gab ihr die Kraft, seiner Kälte zu widerstehen und auch sein Herz zu erwärmen. Seitdem sang sie dort unter dem Eis für den Winterdrachen, damit die Welt wieder einen Frühling erleben durfte. Wir streben nach neuen Erkenntnissen und hohen Schulen der Magie, aber die Kraft der Hoffnung und der Güte entschwindet aus unseren Herzen. Die Lieder der Götter sind vergessen. Ihre Stimme ist die letzte, die uns geblieben ist. Mugwa groß, Mugwa weise, Mugwa machen Bäuche voll. Ja, yeah, Mugwa. Wir Mugwa dienen, großer Mugwa, großer Mugwa. Was haben wir da? Oh, Arbeiterruhen. Das ist gut zu wissen, dass wir hier je nachdem dann stärkere Runen kaufen können. Wir können jetzt noch keine gebrauchen, aber wer weiß, vielleicht werden wir hier früher oder später zurückkommen. Okay, du. Nochmal Zaubersprüche. Fels. Da hinten waren wir auch noch nicht. Bei dir waren wir auch nicht, oder? Wir waren vorher da unten, genau. Warum ist hier zu? Flink McWinter, den kennen wir doch aus der letzten Kampagne. Die hat auch ein paar Ice Spells und... Okay. Die hier. Bin mir eigentlich noch gar nicht genau klar, wo wir hin müssen oder was wir tun. Ah, hier ist noch. Hier gibt es solche, die wir benutzen können. Die kosten ziemlich viel. Ich denke, die müssen wir uns auf jeden Fall merken. Beim McWinter da in der Nähe. Falls wir demnächst wieder etwas bräuchten oder wieder mit einer Rasse spielen, weil wir haben hier alles Einer, Vierer und so. Und die gibt uns immerhin schon Sechser. Der ist noch zu hart, aber mit Stufe 11. Wir haben doch Stufe 11. Hä? Voraussetzung Stufe 11 und wir sind Stufe 11. Wieso ist das rot?
Vielleicht kriegen die auch so irgendwie geschenkt. Und was hat Mina? Mina hat einfach Ausrüstung. Okay, Mina. Mina hat Ausrüstung. Was ist hier? Warum ist der eingesperrt? Hallo, ihr dort. Holt mich hier raus. Hilfe! Ihr werdet wohl kaum ohne Grund dort sein. Ach, dieser Darius ist furchtbar kleinlich. Ein Mann wegen eines Buches einzusperren. Gebt mir doch einmal kurz eure Waffe, ja? Ihr habt Darius ein Buch gestohlen? Nein, nun, ich habe es ausgeliehen, um etwas nachzuschlagen. Ihr seid ein Dieb. Nein, ich würde nie etwas stehlen. Ich habe es nur... Ihr seid ein Dieb. Und ein Lügner. Also gut. Hört zu. Ich habe das Buch verloren. Wenn ihr es für mich suchen und Darius zurückbringen könntet, würde mich der alte Kauz bestimmt wieder freilassen. Wo soll es denn sein? Ich glaube, irgendwo in der Nähe eines verfallenen Tempels hier in Tirganach. Genau weiß ich es nicht mehr. Richtung Westen vielleicht. Okay. Richtung Westen? Aber Westen ist doch da hinten. Hat er mit Westen die Dinger hier gemeint? Aber es ist ja nicht unbedingt ein verfallener Tempel, das ist einfach irgendwas. Genau, hier waren die. Von denen habe ich ein bisschen Schiss da, diese fetten Viecher. Okay, weiter. Sonst ist da nichts mehr. Mit denen, da waren wir schon, genau. Ich habe jede einzelne anklicken. Ich bin mir nicht sicher, ob wir hier die haben wir, glaube ich, nicht angeklickt. Nach oben ging es nirgends mehr, oder? Da war Schluss. Nee, da war nicht Schluss. Was ist das? 16? 11, 12, 10, 10. Da würde ich auch gerne hin. Aber den 16er, ich bin nicht sicher, ob wir den 16er umhauen können. Wahrscheinlich schon, wenn die anderen hier nicht wären. Merken wir uns mal noch, dass dort oben etwas war. Ich schau mich mal hier ein bisschen um. Wir müssen ja... Wohin müssen wir überhaupt? Was müssen wir tun? Reist durch das Portal im Nordosten. Das wäre rechts oben. Alles klar. Und die Sachen? Ich spreche mit Ashuk in Tirganach. Und das Buch finden. Okay. Was ist da unten? Ist da die Trollbasis? Weil wir können auch hier rein, oder? Irgendwo waren diese anderen Krieger da noch. Was ist da oben? Ach, ein Heldenmonument, okay. Deckt das noch auf? Okay. Da ist nix, nee. Hier geht's noch weiter. Aber da scheint Ende zu sein, ja. Vielleicht sollte ich als erstes mal schnell zu meinem Monument da freikämpfen. Weil hier komme ich... Togo? 19er, okay. 16, also hier werden wir auf keinen Fall durchkommen. 16, 19, 16, 19, okay. Und hier haben wir ja schon das Maximum, oder? Ja, die können wir noch nicht benutzen. Was haben wir hier? Hier ist ein paar Zaubersachen. Aha, warte mal. 14... 9. Ja, wir müssen die ja umhauen. Runenkrieger, zu mir! Vorsicht, Gegner! Aber die hauen ganz schön zu, ey. Muss ich irgendwie regenerieren? Wir haben auch keine andere
Wahrscheinlich hätten wir genau für das meine Armee gebraucht, die ich dafür verhauen habe. Schade, kommt dieser eine da nicht zurück. So kommen natürlich alle wieder, oder nicht? Doch. Jetzt? Wir werden angegriffen. Genau, solange die nicht kommen, den einen da schaffen wir. Das ist ein Hinterhalt. Ich glaube, sobald wir dieses Monument haben, dürfte es dann auch ein bisschen leichter werden. Jetzt ist die Frage, kommen die? Die kommen jetzt wieder alle. Ich würde gerne einen, vielleicht einen pullen. Jetzt kommen die zwar alle, aber vielleicht können wir wieder so machen, dass nur einer dann mitkommt. Genau. Nein, 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 nicht zurückrennen. Nicht zurückrennen. Bleib da. Kommt er? Es kommen halt alle. Aber ich versuche mal, vielleicht kann ich hier jetzt, weil jetzt sind nicht mehr fünf, jetzt sind es nur noch drei. Vielleicht kann ich einen umhauen. Genau, der ist tot und der. Wir werden angegriffen. Ich glaube, ich hau kurz ab. Ich hau kurz wieder ab. Ich regeneriere schnell ein bisschen Leben. So, sobald die umdrehen, genau das wollte ich. Dann nehme ich den Kleinen hier umhauen. Nein, renn nicht weg. Genau, komm zurück. Den Kleinen umhauen. Den hier schaffen wir dann schon alleine. Und dann haben wir auch endlich das Monument dann frei. So. Jetzt werde ich hier kurz auf Leben und Mana warten. Und da, aber wohin müssen wir nachher? Weil im Nordosten? Also selbst mit den ganzen Helden hier, denke ich nicht, dass wir durchkommen. Und was gibt es für alternative Wege? Ah, nach unten, hier kommen wir hier raus? Vielleicht, wenn wir in die Nähe gehen. Aber die sind auch 15, 14. Ich kann mir vorstellen, dass wir hier vielleicht mit den Helden durchkommen würden, aber so ganz sicher bin ich mir da nicht. Sonst nieten wir erstmal die um. Die haut doch ganz schön zu. Vorsicht, Gegner! Die haut mir ein bisschen zu fest, so ehrlich gesagt. Standhalten, Männer! Die haut mir ein bisschen zu fest, aber die wird jetzt gleich wieder abhauen. Okay, sie haut wieder ab. Immerhin hat es so einen Dot drauf. Und wir regenerieren auch wieder Leben. Ich habe das Gefühl, heilt die sich oder nicht? Ich lauf wieder weg. Die geht schon down, es dauert einfach ein bisschen. Können wir hier noch einen reinhauen? Komm. Zack. Genau. Nein, sie kommt wieder. Wie weit kommt sie mir denn nach?
Vielleicht können wir sie auch bis zu den Elfen pullen oder so, keine Ahnung. Sollen wir nochmal probieren, in die reinhauen? Ich habe doch eine andere Idee, warte mal, wenn wir die jetzt hauen. Ich kann doch jetzt einfach da hochrennen. Und die auf dem Weg, ich freeze die nochmal. So. Zack. Und weil jetzt... sie ist zwar schnell, aber sie ist nicht so schnell wie wir. Wenn ich sie irgendwie nochmal freezen kann. Ich muss nur vorher am Monument sein. Ha! So, genau das wollte ich. Wo ist sie jetzt? Ach, jetzt wartet sie da unten irgendwo, alles klar. Okay, Problem gelöst. Mit meiner Armee schaffen wir die dann easy. Wahrscheinlich läuft sie jetzt wieder zurück. Genau, sie kommt langsam zurück, aber... welches Level sind eigentlich die hier? 9, 9, 9 und 9. Also wir haben 4 Neuner. Und wir selbst sind 11. Mal sehen, was wir damit reißen können, weil... Aber hier kommen wir nicht durch, ne? Bei den Trollen. Glaube nicht. Vorwärts. So. Zur Ehre Aonias. Wolf hier weg, man. Welche Aura ist da besser? Trägheit oder Starre? Starre. Krieger, zu mir! Vorwärts. Folgt mir. Okay, jetzt haben wir schon mal vorwärts. Die hier. Hier war ja gar nichts. Aber warte mal, hier kommen wir da durch? Oder was ist das? Und los! Das habe ich gar nicht gesehen, dass man das anklicken kann. Mal kurz sehen, was das ist. Vielleicht sollten wir auch diese Gebäude einreißen, ich weiß es nicht. Aber nicht, dass dann irgendwie was kommt. Ich klicke das mal an, mal schauen, was das sein soll. Hier, dies scheint die Statue einer primitiven Gottheit zu sein. Opfergaben verraten, dass sie von den Trollen angebetet wird. In den Rücken der Statue ist ein Trichter eingelassen. Durch den Trichter sprechen. Das Lager ist leer. Niemand würde die Worte jetzt hören. Okay. In die Schlacht! Das wirkt irgendwie auch so ein bisschen so, als ob wenn die hier sind. Nein, das glaubt. Hä? Muss man die irgendwie austricksen damit? Zum Angriff! Schnell! Also hier kommen wir nicht, geht's nach Norden weiter? Da ist auch ein Tor, nämlich. Aber was ist im Norden? Entweder nach Norden oder nach... Weil hier hinten, da werden wir nicht durchkommen, glaube ich. Da unten? 15, 15... ich weiß es echt nicht, ey. Vorwärts! Ob wir irgendwo noch durch können? Außenrum laufen geht auch nicht, oder? Und los! Können die dahin zum Beispiel, wenn ich dort oben... Nee. Die laufen jetzt irgendwo... Oder ich denke, der Befehl, da oben hinzugehen, der wurde einfach ignoriert. Und los! Oder sie kennen wirklich einen Weg, wie man da hinkommt. Nee, der Befehl wird einfach ignoriert, die wollen da unten hin. Hier kommen wir da raus? Ich glaube auch nicht, oder? Und los! Geht das Tor auf? Nein. Okay, hier Schnell. Kommen wir auch nicht raus. Ich versuche nochmal mit der zu sprechen, weil vorher wollte die ja nicht. Vielleicht jetzt?
Mal schauen. Nun, was schleicht ihr hier noch herum? Nee. Sofort. Mit denen hatten wir ja schon geredet. Ich kann sie höchstens nochmal ansprechen, jetzt nachdem ich mit der Chefin da geredet habe. Nein, haben wir nicht. Und du? Nee. Sofort. Also der einzige Weg ist ja da unten, weil da oben, außer wir würden dann hier irgendwie rauskommen, aber... Und los! Aber ich kann jetzt mal versuchen, diese Skelette da umzuschnetzeln. Vorwärts! Die müssten ja gehen, oder? Was waren die? 16, 12... Die müssten eigentlich gehen, ja. Sofort! Folgt mir! Die müssten eigentlich gehen. Vielleicht den will ich nicht unbedingt als erstes. Dann haben wir erstmal den Kleinen da weg. Die Linien müssen halten! Schließt die Reihe! Haltet durch, Besser. Männer! Was wünscht die Rune? Ja, erstmal das hier. Du nicht sterben, wenn es geht. Los! Oh shit, einer ist tot. Die Deckung! Folgt mir! Runenkrieger, zu mir! Vorwärts. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das... Schnell! Folgt mir! Kriegen wir hier so einen einzelnen? Los, Mugwa, weise! Mugwa, machen Bäuche voll! Wir Mugwa dienen! Großer Mugwa! Großer Mugwa! Vielleicht reicht mir das schon, wenn wir einen... Wenn wir die irgendwie einzeln umhauen. Quasi so wie den Wolf vorher. Genau. Freeze ist raus. Oh shit. Ah ne, alles gut. Schnell! Und los! Mir nach. Den hier. Die Rune. Den hauen wir um. Nein, nicht wegrennen. Nein, 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 nein. Du bleibst schön da. So. Die Rune befiehlt. Der Kollege ist auch wieder da. Langsam müssten wir das schaffen, oder? Schnell! Irgendwie fehlt mir doch noch einer. Oder bin ich jetzt doof? Ist noch einer gestorben? Nee. Ich hab nur vier, genau. Stimmt. Aber vier? Ich hab doch hier oben fünf. Hä? Ach, der... Die Rune befiehlt? Da. Der kommt erst noch. Der ist noch auf dem Weg, der gute Mann. Vielleicht kann ich aber dieses Skelett noch pullen irgendwie. Sofort. Nehmen die mal wieder zurück. Wenn wir das fünfte auch noch so einzeln down kriegen. Folgt mir. Wir werden angegriffen. Sofort. Schnell. Sofort. Dann kriegen wir dich. Das wäre auch schon okay. Hauptsache, wir haben nur einen. Kämpft, Männer! Ja. Das läuft. Geht so, wartet! Heute machen! Der geht auf jeden Fall kaputt. Geht so in Gefahr! Was ist das? Ah! Vorwärts! Okay. Schnell! Vielleicht... Hilft es so irgendwie weiterzukommen, dass wir jetzt dem das Buch dann wiedergeben? So, der ist jetzt easy gefallen. Schädel eines Klingenwebers, alles klar. Mir nach. Der hier? Ich will den auch nochmal ansprechen. Haben wir mehrere Dinge gekriegt? Findet das Buch. Bringt das Buch zu Darius, genau. Da. C.
Zeig den Maskierten. Alles klar, das ist für den. Mal schauen, was der jetzt meint. Vielleicht ist es doch richtig, das, was wir machen. Ah, die Rune ist zurück. Genau. Diese Metallteile sind doch auch Zirkelhandwerk. Das ist ein Teil eines Klingenwebers. Ein mächtiger Streiter der Eisernen. Sie gingen durch die Reihen der Feinde wie Schnitter durchs reife Korn. Ein herrlicher Anblick. Versucht, die restlichen Teile zu finden. Wenn ich mir das so ansehe, müssten es noch zwei weitere sein. Sobald er komplett ist, kann ich seine Seelensteine an eine Rune binden. Okay, dann kriegen wir nachher einen Klingenweber. Jetzt ist da wieder was gespawnt? Nee. Zanzar, ich habe das Gefühl, der hat auch noch eine Dings. Ich habe mir auch überlegt, wollen wir zu diesen Skeletten gehen und da irgendwie ein bisschen EP grinden? Das wäre nämlich auch eine Idee. Mir nach. Dass wir vom Level her ein bisschen höher sind und dann eher irgendwo durchkommen, aber ich bringe jetzt mal Darius das Buch, weil im Moment, wir kommen ja immer noch nirgends. Ihr reist durch das Portal im Nordosten, aber der einzige Weg, wo ihr da hingeht, wäre ja hier in diese komischen Dings reinzulaufen. Ach, die sind weg, okay. Hä? Ah, jetzt sind sie zurück. Okay. Ah, vielleicht ist das tageszeitabhängig. Weil jetzt ist Nacht, dass die im Tag dastehen und in der Nacht nicht. Kann das sein? Aber wir gehen mal kurz zu Darius. Mal, geben wir das schnell ab, wir sind eh schon da. Was gibt? Genau, von wem das hatten wir schon? Ich komme wegen Flink. Ich komme wegen Flink. Dieser Windbeutel. Alles, was er hätte tun müssen, ist fragen. Nun, er bereut seine Tat. Das glaubt ihr ja selbst nicht. Und wenn ich euch das Buch zurückbringen würde? Ja, nun, ich bin kein Unmensch. Dann soll er frei sein. Okay, hier ist das Buch. Euer Buch, Darius. Gut, ich gebe euch den Schlüssel. Moment, da hat ja jemand ein paar Seiten herausgerissen. Ich hätte nicht übel Lust, diesen Zellenschlüssel dort im See zu versenken und den kleinen Dieb gleich mit. Beruhigt euch. Ich frage Flink, wo die Seiten sind. Okay. Mugwa groß, Mugwa weise, Mugwa machen Bäuche voll. Dann reden wir jetzt wieder mit dem. Wir Mugwa dienen, großer Mugwa, großer Mugwa. Das ist dieser komische Mugwa wahrscheinlich. Es gibt doch auch diesen, ich meine, durch den Trichter sprechen ist er gut und recht, aber wie kommen wir da hinten hin? Geht es da außen rum? Ah, ihr habt mehrere Seiten aus dem Buch herausgerissen. Die hatte ich ja ganz vergessen. Ich bin weitergelaufen nach Frostfall, bevor sie mich fangen konnten. Habt ihr vielleicht noch etwas vergessen? Es waren 3 Seiten, glaube ich. Sucht sie in Frostfall und bringt sie Darius. Okay. Vorwärts. Das nimmt mich jetzt Wunder, ob wir hier hinkommen. Sofort. Dass wir mit diesen blöden Orks reden könnten. Die Frage ist wirklich, kann man da durch... Das könnte schon sein, dass ich das vorher nicht gesehen habe, dass hier ein Weg ist. Das sieht schon so aus, dass man hier durch kann, hier hoch und dann von hinten quasi irgendwie... mit diesen Trollen reden, als ob wir hier der Gott sind. Ja. Ach shit, jetzt kommen die wieder raus. Aber jetzt ist wieder morgens langsam. Aber ich kann mal testen, ob der Weg da frei ist. Und jetzt werden wir wieder nicht da durchkommen. Ja, jetzt wird es genau morgen, darum sind die wieder da. Das würde gehen. Die einzige Idee, wo ich jetzt noch habe, um ein bisschen Zeit zu vertreiben. Verstanden. Dass ich mit denen hier...
Die Rune befiehlt... Okay, ich bin Skelette schlachten. Falls sie sterben, ist nicht schlimm, weil die spawnen dann eh bei mir in der Nähe. Und mit dem Helden warte ich da, weil ich glaube, ich werde erst durch dieses komische Ding sprechen müssen, oder sonst kommen die hier eh nicht durch. Irgendwie müssen wir ja hier durchkommen. Genau, das sind diese Seiten, die uns fehlen. In Frostfall. Sprecht mit Aschgorg in Tirganach. In der Nähe des Portals nach Frostfall. Aber das Portal haben wir ja noch nirgends. Ja, geil. Jetzt haben wir wieder Einheiten hier. Die habe ich ja gar nicht gesehen. Wann kamen die denn wieder? Kann ich mit denen Epic grinden? Oh, was ist das? Ach, das sind die. Weißt du was? Die können gleich mit zu den Skeletten hier. Das habe ich gar nicht gesehen, dass wir da wieder einheiten. Seit wann sind die da? Werde ich nachher mal schauen in der Aufnahme. Seit wann hier grüne Punkte sind. Nein, und da wäre jetzt auch dieser Aschgonk. Dann müsste ich doch... Dann mache ich das so. Dann werde ich jetzt mit dem Hauptheld doch dahin. Weil dann kann ich wenigstens hierhin reisen und dann mit dem reden. Und falls es dann irgendwann wieder Nacht wird, was aber ja einige Zeit dauert. Ich weiß gar nicht, wie lange einen Tag- und Nachtrhythmus ist hier in Spellforce. Und wenn die Trolle dann wieder zurückgehen, kann ich immer noch dann wieder dahin. Aber mit dem muss ich ja reden. Der gehört ja, glaube ich, zur Hauptquest, oder? Nee, das ist auch eine Nebenquest. Okay. Reist durch das Portal im Nordosten. Alles klar. Wir müssen erstmal zu dem Stein kommen da. Der ist schon da. Was? Der ist ziemlich schnell hier im Vergleich zu den anderen. Waren nicht irgendwo auch so Elementare? Da unten, vielleicht spawnen die auch immer wieder. So wie die Skelette. So, dann gehen wir nach Portal. Ja, genau. So, aufpassen, dass ich mich nicht aus Versehen auf irgendeine falsche Map teleportiere. Reden wir mal kurz mit diesem Aschgorg. Kein Streit, Mensch! Ich bin nicht hier, um zu kämpfen. So wie ich. Was treibt euch hierher, Ork? Ich suche Hilfe für Miratur. Im Austausch biete ich das Wissen der Knochenschmiede, das nie ein Lichtbeter vorher erlangt hat. Miratur? Was habt ihr mit diesem Sumpfloch zu schaffen? Dieses Sumpfloch ist meine Heimat, Mensch. Nachdem die Truppen der Winterwacht es verwüstet haben, stehen nun die Horden des Roten Imperiums in der Stadt. Wir gewährten dem dunklen Unterschlupf. Einst waren die Fialdark unsere Herren, aber nun will mein Volk nur noch heimkehren. Seid ihr bereit, die Imperialen aus Miratur zu vertreiben? Ich werde nie die Elfen bitten. Ihr aber steht zwischen Licht und Schatten. Wenn ich euch helfe, werden uns eure Truppen beistehen? Ah, nein. Aber ich werde euch ein Geheimnis anvertrauen, das euch zu machtvollen Waffen und Panzern verhelfen wird. Wenn ihr den Preis dafür zahlt. Also gut. Wir sehen uns in Miratur, Ork. Was für Waffen? Ihr glaubt an eure Bücher und die hohen Schulen der Magie. Aber es gibt alte Kräfte in der Welt, die ihr längst vergessen habt. Dunkle Kräfte. Wie die Magie der Knochen. Denn die Knochen eines Wesens sind durchdrungen von seiner Kraft, die noch lange nach dem Tode weiterlebt und dort wartet, wieder entfacht zu werden.
Dies werde ich dich lehren, Mensch. Aber später davon mehr. Okay. Miratur, das war ja... Das war, glaube ich, die erste Map, wenn es mich nicht täuscht. So. Die Rune befiehlt, wird sofort ausgeführt. Ihr seid jetzt mal komplett. Wird sofort mal schauen, ausgeführt. Ob wir da irgendwas netzeln können in der Zeit. Und mit dem gehe ich wieder zurück. Elfenstadt, genau. Dann gehen wir hier wieder langsam zu diesem komischen Ding. Wo war denn das? Da. Mittag haben wir jetzt schon, immerhin die Hälfte der Zeit ist rum. Stehe bereit. So, auf was haben Weg. Wir hier? Vor allem will ich wissen, wir sind jetzt so ein bisschen über 11. Ich will mal schauen, wenn wir quasi mit denen hier kämpfen, ob wir überhaupt EP kriegen mit dem Haupthelden. Mal schauen, wie lange die überhaupt machen da. Hier werde ich dann die Heildings raushauen. Was wünscht die Rune? Ich hoffe, die stirbt nicht. Ja. Verstärkt die Deckung! Die Rune befiehlt. Unverzüglich. Kommt ihr ruhig zurück. Auf dem Weg. Verstanden. Vielleicht kommen die ja mit. So, wie sieht's jetzt aus? Doch, wir haben EP gekriegt. Alles klar. Zu Befehl. Greift sie an. Verstärkt die Deckung! Greift sie an! Spawnen zwar unendlich nach. Heilding. Zu euren Dienst, zu Befehl! Was wünscht die Rune? Auf dem Weg! Schlagt sie zu! Wahrscheinlich werden die platt gemacht. Die Rune befiehlt. 13. Haltet durch, Männer! Was wünscht die Rune? Sieht dann immer noch gut aus. Zur Ehre auf die Reihe! Die Rune ruft. Ist eben leider gestorben. Verstärkt die Deckung! Stehe bereit! Schickt sie zum Seelenfluss! Für die Rune! Feindlicher Angriff! Stärkt die Deckung! Ich spannend, wie lange dass wir das durchziehen können. Kriegen wir EP? Ja, schau mal, wir sind bald Level 12 schon. Jetzt ist irgendeiner gestorben. Verstärkt die Deckung! Wo machen wir denn die zurück? Der kann mal da hinkommen. Zu Befehl, Schlatter, sie zurück! Sind fast alle tot. Schickt sie zum Seelenfluss! Eigentlich können die auch alle tot gehen. Loot hat's auch gegeben. Level 12! Schlag sie zurück! Okay. Schließt die Reihen! Was wünscht die Rune? So, die beschwören wir wieder. Was ist mit den Trollen da? Kommen die langsam wieder? Nee. Noch nicht. Jetzt bin ich gespannt, ob hier irgendwann wieder Respawn kommt. Wenn die wiederkommen, das wäre mega geil. Dann können die einfach hier kämpfen und wir kriegen EP, währenddem wir hier auf der Map rumturnen.
Die Trolle, wo sind die Trolle denn jetzt? Die sind schon noch irgendwo da, oder? Soll ich mal kurz entgegenlaufen? Wobei es wird bald Nacht, ich glaube, die kommen bald wieder. Ich will ja auch nicht unbedingt pullen aus Versehen. Aber ich geh mal schnell in die Richtung schauen, wo die stecken. Die sind auch wieder alle da. Stehe bereit. Alles klar. Vielleicht kriegen wir die gleich komplett wieder. Du auch. Sofort. Wo sind denn die Trolle jetzt? Die sind noch da. Und los. Aber es wird langsam, es wird auf jeden Fall Nacht. Und los. Das heißt, ich werde jetzt Versuch 1. Wir sprechen mal durch dieses Ding, wenn die im Lager sind. Und falls nichts passiert oder wenn das nichts bringt, dann, wenn Nacht ist, dann sind die aber weg, dann schleichen wir uns da durch. Es ist gleich Nacht, noch einen kleinen Moment. Ich gehe mal kurz Pipi machen, bis die kommen. Ich lasse das Spiel mal laufen, dass die Zeit weiterläuft. Mein Headset-Kabel ist wieder überall durchgewickelt. Die sind immer noch da. Die sollten aber gleich zurücklaufen. Bis gleich! Ich bin schon wieder da, aber die Trolle sind noch nicht da. Ja, diese Trolle. Aber es ist immerhin Nacht. Die müssen doch jeden Moment. Die müssen ins Lager kommen, oder? In den Rücken der Stadt ist ein Trichter eingelassen. Das Lager ist leer. Kommt ihr da, Togo Urok? Weil die schaffen wir nicht, das ist zu viel zu hart. Wahrscheinlich, also wenn wir die wirklich einzeln, jetzt kommen sie zurück, wenn wir die wirklich einzeln irgendwie kriegen könnten, vielleicht, aber sonst, ne. So. Mal sehen, was passiert, wenn die im Lager sind und wir durch diesen Trichter sprechen. Und sonst werden wir uns auf jeden Fall jetzt da durchschleichen können. So, die sind da. So. Durch den Trichter sprechen. Welchen Befehl sollen die Trolle erhalten? Ah. Die Trolle die Gegner in Richtung Osten angreifen lassen, die Trolle in ihren Untergang schicken, von den Trollen einen Gegenstand fordern. Ich glaube, die können die Gegner angreifen in Richtung Osten, oder? Krieger, der Ostberg ist mir ein heiliger Ort. Die Kreaturen dort entweihen ihn. Macht sie nieder. Ich gebiete es. Okay. Mugwa gesprochen. Wir tun. Mir nach. Okay. Und los. Schade, können wir die nicht selber kontrollieren. Das Ding ist auch geil, die Trolle in ihren Untergang schicken. Das würde vielleicht für die Quest helfen, weil die Elfen, die nervt ja, dass hier die Trolle am Start sind. Aber vielleicht können wir denen auch mehrere Befehle geben. Gespannt. Ich nehme mich noch Wunder, ihr EP, wir sind jetzt wirklich genau Level 12 geworden. Wenn die Trolle irgendwas killen, ob wir EP kriegen damit. Folgt mir. Wir können jetzt auf jeden Fall auch weiter.
Da ist wieder ein Grab, ein bisschen Zeugs. Die Kiste da ist interessant. Sofort! Ich meine, ist der ziemlich zackig, aber der hat auch ein Sichtfeld. Und los! Sehr kleines Sichtfeld. Mir nach! Vorwärts! Folgt mir! Runter? Nee. Vorwärts! Vorwärts! Schnell! Ups! Sofort! Kommen die jetzt zu mir? Warte mal, hau ab! Mir nach! Vorwärts! Wie schnell sind die? Ja, sie drehen wieder um, alles klar. Mir nach! Sie drehen wieder um. Haben die irgendwas umgenietet eigentlich? Vorwärts! Die sind. Jetzt kommen die Vorwärts. Wieder zurück, oder wie? Was haben die für eine Agro-Range? Sind mega. Okay. Sofort. Mir nach. Was greifen die denn überhaupt an? Okay, wo sind sie jetzt mir hin? Nach. Sind sie da hoch? Folgt mir. Wo sind die Trolle jetzt hin, genau? Weil hier haben sie ja nicht angegriffen, wie es scheint. Hä? Ach, sind sie da hochgerannt? Hier können wir aber... Das sollten wir rein können. Also vom Level her, die sind alle relativ folgt easy. Mir. Also aufpassen, nicht, dass die Trolle plötzlich zurückkommen. Sofort. Ja, aber komm, wir gehen da mal rein. Zum Angriff! Feindlicher Angriff! Das ist ein Hinterhalt! Was bereust du? Haltet durch, Männer! Feindlicher Angriff! Kommen die Trolle wieder? Schließt die Reihe! Mir nach! Die Linien müssen halten! Feindlicher Angriff! Haltet durch! Haltet durch, Männer! Auf dem Weg! Sofort! Nicht, dass die jetzt gleich zu mir kommen, die Trolle. Schließt die Reihen! Schließt die Reihen! Sie sind überall! Nee. Wir sollen den Priester in Ruhe lassen. Feindlicher Angriff! Ich glaube, die kehren zurück. Verstärkt die Deckung! Einer ist gestorben, super. Haltet durch, Männer! Ach, das ist ein 15er, den habe ich gar nicht gesehen. Schnell! In die Schlacht! Wir werden angegriffen. Den da noch. So. Ring. Wieder eine neue Rune. Für Stufe 12, okay. Ja, dann haben wir jetzt schon beschworen, und weil los. Sonst hätten wir da gleich noch den nächst besseren Runenkrieger mitnehmen können. Die sind aber tiefer, da ist der 15er nicht mehr dabei, okay. Und wir können die nicht plündern. Schaffen wir das so zu dritt? Für die Rune! Mal probieren, und falls hier einige sterben, ist auch nicht so schlimm. Verstanden, Männer! Ich bin hier! In die Schlacht! Ich muss meinem Helden ein bisschen angewöhnen, dass der ein bisschen mehr Autokampf betreibt. Irgendwie ist der... Weil sobald die nicht mehr stehen... Ist noch einer. So. Folgt mir. Okay. Vorwärts. Was haben die Trolle denn genau angegriffen überhaupt? Was ist da oben? 6er, 5er, alles klar. Die Trolle sind seltsam. Ein Gegenstand vorne nimmt mich auch noch Wunder, was die denn da hinpacken. Und die Trolle in den Untergang schicken, das machen wir dann auch noch. Wir können uns hier... das war das Heldenmonument. Zu Befehl. Hier könnte dann auch mitkommen. Unverzüglich. War ein bisschen ungünstig, dass der eine gestorben ist.
Jetzt haben wir nämlich die neue 12-Rune. Mal schauen, was wir da austauschen vorwärts werden. Vorwärts! Schade, dass folgt der diesen Zirkel hat und nicht die Aura. Die Aura sofort würde mir wahrscheinlich mehr helfen. Schnell! Genau, was ist das? Der Schreier. Mir nach! Alles klar. Ganz viele kleine. Kämpft, Männer! Mal schauen, wie... Sofort! Okay. Auf jeden Fall, der Schreier muss als erstes dran glauben. Berserker, Feuerschild, Aura. Mova groß! Mova weise! Mova machen Bäuche voll! Nein! Sofort! Verstärkt die Deckung! Mova dienen! Schlagt sie zu! Großer Mova! Großer Mova! Schließt die Reihen! Geht so, wartet! Mir nach! So. In die Schlacht! Das bauen aber keine neuen mehr, glaube ich. Wir werden angegriffen! Verstärkt die Deckung! Die Bude hier einreißen, dann kannst du schnell hier reinkommen. So. Wieder mehr schlecht als recht. Mir nach. Okay, die Bude ist geräumt. Schnell. So. Das ist wieder eine ganze Armee, aber das sind alles so kleine. Einfach der dahinter macht mir ein bisschen. Mir nach. Also Sorgen nicht, der ist auch nur 13, aber. Die Frage, kommt der dazu oder ist der separat? Wenn wir hier mal schnell einen reinballern. Für die Freiheit! Der kommt nicht mit. Doch, jetzt kommt er. Sie sind überall! Wir werden zu Gefahr! Feindlicher Angriff! Oh oh, nicht sterben, wenn es geht. Schließt die Reihe, alles klar! Verstärkt die Deckung! Feindlicher Wir Angriff! Wir werden angegriffen! Haltet durch, Männer! Verstärkt die Deckung! Kämpft sie selber weiter, oder nicht? Jetzt kämpft sie? Okay, sie kämpft selber weiter, alles klar. Sofort! So, da war sonst nichts mehr. Das ist die nächste Welle. Da oben Seeauge, 7, 7, die sind alle nicht so hoch. Haltet durch, Männer! Feindlicher Angriff! Schlag sie zurück! Folgt mir! Vorwärts! Da unten ist nichts. Ich denke, den werden wir so einzeln weghauen können. Runenkrieger, zu mir! Ja. Gehst du mal ein bisschen vor. Das ist dein Angriff! Runenkrieger, zu mir! Feindlicher Angriff! Schauen, was wir da umnieten können. Schlag sie zurück! Das ist ein Hinterhalt! Schlag sie zurück! Kämpft sie selber weiter, oder nicht? Ja. Halte durch, Männer! Zu mir! Feindlicher Angriff! Runenkrieger, zu also, mir! Solange einer direkt... Schlag sie zurück! Direkt nebendran ist schon, aber sonst irgendwie nicht. Die Linien müssen halten! Schließ die Reihen! Schließ die Reihen! Stehe bereit. Zu euren Diensten. Sie sind überall! Oh! Haltet durch, Männer! Wir werden angegriffen. Was
Ist wieder einer fast gestorben da unten. Spawnt er wieder? Die Rune ruft. Hä? Zur Ehre Arnius. Sind die neu gespawnt? Nee, oder? Nee. Ich dachte gerade, einer ist neu gespawnt. Wahrscheinlich war der schon die ganze Zeit da. Schnell. So, dann können wir weiter. Da ist auch noch eine Bude, die lassen wir auch ein. Und hier auch. Zur Ehre Aonias. Okay. Scheiße, die sehen lustig aus hier mit den drei Köpfen. Sieht aus wie... wie heißt das in World of Warcraft? Burning Crusade. Hier eins der letzten war das der... Nee, Ice Crown ist Lich King. Black Temple, der schwarze Tempel. Das ist doch auch so ein Vieh mit drei Köpfen. Wenn ihr das kennt. Was auf dem Rune? Vorwärts, Krieger! Nicht zu warten! Los, los! Kommt her! Aber irgendwie spawnt da doch etwas nach. Ach, das ist nicht tot, okay, aber. Hä? Habe ich jetzt nicht das Gebäude abgerissen? Geht so in Gefahr! Schlagt sie zurück! Was spawnen die denn jetzt wieder? Versuch's nur! Schließ die Reihen! Schlagt sie zurück! Die Rune befiehlt, wird sofort ausgeführt. Schließ die Reihen! Auf den Wolf beschwören. Verstärkt die Deckung. Stehe bereit. Schlag sie zurück. Der fightet hier, oder? Schließ die Reihen. Die Linien müssen halten. Haltet durch, Männer. Es gab ja jetzt gerade ein Viertel Level, dieses Ding. Vorsicht, Gegner! In die Schlacht! Irgendwie finde ich das schräg, dass die spawnen, obwohl hier kein Gebäude ist. Hier sind unsere EP. EP-Grindern können wir auch da unten noch. Die kommen jetzt nicht wieder, das ist auch geil. Komisch. Mal kommen sie und mal nicht. Vorwärts. Okay. Folgt mir. Jetzt sollte aber nichts mehr spawnen. Jetzt kommen mir die entgegen. Ist da noch mehr? Feindlicher Angriff! Die Freiheit! Das für die Rune! Geht so in Gefahr! Sofort! Okay, die werden alle schnell weg. Schnell, die Freiheit! Kreischer. Also die Richtung stimmt schon, weil irgendwo anders können wir da gar nicht hin. Feindlicher Angriff! Das bereust du! Ah, fuck, jetzt ist der gestorben. Ich werde den austauschen, das ist irgendwie der nutzloseste von allen. Hexer Phobor, was ist der? 9, sowieso alle 9. So, der kann den nämlich weg. Verstärkt die Deckung! Vorwärts! Verstärkt die Deckung! Dann müssen wir noch ausrüsten, also den Punkt habe ich hier gesetzt, oder wie? Schließ die Reihen! Ist das ein Elf oder ist das wegen dem? Schlagt sie zu! Was wollte ich noch? Ich wollte genau den Dingen ausrüsten hier. Priester. Wieder ein Priester. Beliebiger Magier 5. Oder geben wir dem das? Dass der kämpfen kann. Ich glaube, das ist besser da. Kugel, dann geben wir dem mal ein Schild. Hatten wir schon lange nicht mehr. Eine Robe.
Helm. Ein nicht passender Helm vor allem. Folgt mir. Hey, die laufen wahrscheinlich. Die laufen natürlich jetzt in die Trolle rein. Ich werde mich hier mal weiter fighten. Die Ruhe. Schließ die Reihe! Haltet durch, Männer! Standhalten, Männer! Für die Rune! Müssen wir wieder warten, bis diese Trolle da weg sind? Was ist das? Haben wir das übersehen oder ist das nachgespawnt? Komisch. Was ist das da hinten? Und hier kommen wir überall relativ gut durch. In die Schlacht! Schließ die Reihen! Feindlicher Angriff! Standhalten, Männer! Zu Befehl! Wäre froh, wenn du nicht stirbst. Standhalten, Männer! Vorsicht, Gegner! Folgt mir. Sofort. Schnell. Alles klar bis jetzt. Steinschädel, das sind aber auch nur Zehner. Vorsicht, Gegner. Schließ die Reihen. Da oben ist wenigstens... Oh. Ein Huhn. Nach Winterfell. Hier müssen wir hin. Für die Freiheit. 14, muss mir der Sorge machen oder nicht? Vorwärts. Ich denke, wenn unsere Helden komplett wären, wäre das kein Problem, aber so. Die Kacktrolle, ich kann meine Dinge nicht beschwören. 11, 11, 11, 8, 8, 8, 8. Vielleicht kann ich versuchen, die Tiefen zuerst wegzuhauen. Oder zuerst den Dicken? Was wünscht ihr? Auf den Weg! Wir werden angegriffen! Wenn ich den irgendwie heilen kann. Sie sind überall! Unverzüglich! Runenkrieger, zu mir! Ich würde den gerne heilen. Ja, die haut zu viel rein. Die hauen sogar sehr gut rein. Die Rune wird sofort ausgeführt. Runenkrieger, zu mir! Mal ein bisschen zurück. Halte durch, Männer! Stehe bereit. Verstanden. Sofort. Mir nach. Vielleicht wird da irgendwie wieder was umdrehen. Und los. So, jetzt genau. Die Rune! Können wir die umdrehen. Angriff. Verstanden. Das ist ein Hinterhalt. Lass mal sehen. Zu Befehl. Schließ die Reihe. Ich will auch nicht, dass der mitkämpft. Runenkrieger, zu mir. So, und jetzt noch den. Zack, zack. Verstärkt die Deckung. Für die Rune. Das Vieh kommt auch noch. Für die Rune. Und der kann von mir aus kommen. Und die kommen auch. Solange die so schön einzeln kommen, stört mich das nicht. Sofort. Können wir gerne poolen da. Zur Ehre Aonias. So, zack, zack. Folgt mir. Die Rune ruft. Was natürlich auch ganz geil wäre, wenn wir uns... Ich meine, es wird jetzt gleich Nacht.
Was machen wir jetzt? Erst die Kleinen? Genau, jetzt erst die Kleinen und dann den Großen. Zu Befehl! Vorsicht, feinde Durchmänner! Also den weg und den. Zu mir. So, und jetzt haut den um. Runenkrieger, zu mir! Ja, den schaffen wir easy. Standhalten, Männer! Mir nach! So, der ist kaputt. Aha! Okay, ganz, ganz viele Stufe 8 Arbeiter, sehr schön. Folgt mir. Was haben wir da? Sofort. Ich glaube, ich werde jetzt kurz in die Stadt zurückspringen. Und hier nochmal zu diesem blöden Trichter laufen. Mir nach. Ja, die können zu den da oben noch umzergen. Die Rune ruft. Den hier. Weil es wird ja gleich Nacht, das heißt, die Trolle kommen zurück und dann verlange ich erst irgendwie ein Opfer von denen. Und nachher werde ich die in den Untergang schicken, damit die mal weg sind, weil die nerven mich, wenn die hier rumstehen. Dann sollen die zum Teufel gehen. Okay, aber hier geht es nur, also nach Wintertal müssen wir gehen. Das wird dann die nächste Folge. Aber wird es nachher noch einige Gänge geben. Hierhin. Hierhin. Ach, das ist genau, das ist der Weg. Es wird Nacht. Die kommen gleich zurück hier, die Trolle. Das passt perfekt von der Zeit. Den Achter werden die wohl schaffen, nehme ich mal an. Ja, ja. Schaffen die schon irgendwie. Was haben wir auch hier Neues gekriegt? Aura des Lebens. Sie sind überall. Was ist denn Aura des Lebens? Können wir das nachschauen irgendwie? Nee. Okay. Die Rune befiehlt. Ihr könnt auch mitkommen. Die Trolle sind zurück. Zu Befehl. So, jetzt verlangen wir mal was von denen. Welchen Befehl? Von den Trollen einen Gegenstand fordern? Hört mich, Krieger. Ich gebiete euch, mir ein mächtiges Artefakt darzubringen. Okay. Was geht? Oh, Mugwa spricht! Mugwa spricht! Was geben sie mir jetzt? Aha. Trollen in den Untergang schicken, so. Hört mich, Krieger. Die Elfen entweihen mein Land. Sie sind mächtige Gegner, aber mit meinem Segen werdet ihr siegreich bleiben. Genau. Geht hin und vernichtet sie. Oh, shit. Schließt die Reihe. Runenkrieger, zu mir. Ah, das wird wahrscheinlich ein Tod werden jetzt. Ja. Bam. Ich hoffe, das hat noch gewirkt. Ich hoffe, dass die jetzt die Elfenstadt angreifen. Ah, Mist. Das musste jetzt nicht sein, der Tod. Ich glaube, der eine, der hat irgendwie durch den Zaun geaggrot und ist dann außen rumgelaufen. Ah, Mist. Die Frage ist... Doch, der Befehl hat gewirkt. Immerhin. Was haben wir eigentlich gekriegt? Wir haben irgendeinen Hammer gekriegt. Zwergen 8, sehr schön. Troll 8. Ork 8. Mensch 8. Elfen 8. Und der hier 8. Die werden hier irgendwie sterben, jetzt die Trolle. Ich glaube aber, dann sind wir nämlich hier ziemlich durch. Viel mehr können wir hier nicht machen. Was ist das?
Aber da kommen wir noch nicht hin, oder? Nee, das, genau, das waren die stärkeren. Ich denke, das wird dann wahrscheinlich ein Teil, wenn wir zurückkommen von der nächsten Map. Okay. Ich würde mal sagen, dann ziehen wir weiter, oder? Weil mehr können wir jetzt nicht tun. Wobei doch. Wir können die Trolle noch looten. Elfenstadt, zack. Haben sogar gut EP hier, die Trolle. Wir sind nämlich beim Hochlaufen wurden wir ja gerade Stufe 12 und wir sind bald Stufe 13. Apropos Stufe 12 haben wir Dings erhalten hier, Punkte, genau. Wir haben sogar zwei Level-Ups gemacht. So, Trolle sind tot. Mal schauen, was die dabei haben. Einmal Togo. Bisschen Müll und du bist auch ein bisschen Müll dabei. Alles klar. So. Dann skillen wir dir noch kurz. Das sicher. Das. Das. 6. So. 32, 32. Das haben wir schon. Dann werde ich da jetzt nichts reinballern. Dann machen wir Stärke. Stärke, Stärke. Ausdauer, Ausdauer, oder? Ja. Das passt. Und haben wir was gekriegt jetzt? 5 bis 12. Ich weiß nicht, ob die Waffe doch besser ist. Ist die besser oder nicht? Weil das ist ja 8 bis 14, ist aber eine Zweihand. Wir haben kein Schild. Und ist 95. Die wäre ein bisschen schneller. Hat noch einen Effekt drauf. Äh. 5 bis 13? Nee. bis 19, das ist ein Hammer. Den habe ich gebraucht. Genau. 10 bis 15, aber der ist schwächer. Der ist geil hier, die Säge, die gefällt mir. 6 bis 11, 8 bis 14, was ist denn? 13 bis 19, genau. Da ist nichts Besseres. Schild brauchen wir nicht. Haben wir einen besseren Panzer vielleicht? Jetzt haben wir Wendigkeit 2 und Dings 2. Hier Stärke 5, Ausdauer 5. Ich glaube, die ist besser. Hosen? Aber Hose haben wir keine bessere. Die ist schon ziemlich gut. Helm? Ausdauer 7? Der wäre auf jeden Fall besser. Und Ring... Der Ring bringt nichts, alles klar. Gut, so. Dann würde ich sagen, mit dem haben wir noch nicht gesprochen. Du hast aber nichts, alles klar. Aber wir können dann den verkaufen. Hier das Zeug, was wir nicht mehr benötigen. Tschüss, so. Dann war es das mit der Folge und wir sehen nachher uns im Wintertal wieder. Weil hier geht es weiter. Menü, Speichern, Tirganach. So, gut. Bis gleich in der nächsten Folge, euer Eiste. Ciao.